Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir haben jetzt heute mal vor, erst einmal uns auf die Jagd zu machen. Fürs Erste, um ein bisschen zu skillen. Was das Ulumulu angeht, zum Orklager gehen wir vielleicht ein andermal hin. Nochmal. Aber erstmal Skillpunkte sammeln. Und dann schauen, wo wir eventuell vielleicht Zweihänder lernen. Weil ich schon die Waffe, die wir haben, gegen den Zweihänder hier eintauschen wollen, den Rachestahl. Der ist nämlich, Schaden gibt er 92. Benötigte Stärke 70, die haben wir. Und ist trotzdem stärker als das, was wir haben. Ja, da geht's zur alten Mine. Da gehen wir vielleicht ein andermal hin. Ne, da braucht man gar nicht mehr hinzugehen. Und ja, mal gucken, vielleicht gibt es hier noch ein paar Dodos. Jeden Skillpunkt, den wir jetzt kriegen können, nehmen wir mit. Okay, hier gibt es einen dicken Troll. Das sind aber ordentliche Erfahrungspunkte dann. Wieso kann ich den jetzt nicht anvisieren? Ich will den anvisieren. Komm! Aber eben die Lautstärke bei mir hier ändern. 2000 Erfahrungspunkte. Das heißt, ja, jetzt knapp 3000, also weniger als 3000, ein bisschen mehr als 2000 brauchen wir an Erfahrungspunkte jetzt. Boah, nice. Das war jetzt nice. Ja, komm, wir machen erst einmal, gehen in Richtung Zweihand. Und danach machen wir Geschicklichkeit voll. So, hier müsste doch noch irgendwo irgendwas sein, oder? In dem Wald. Irgendwas noch übrig sein, was wir noch nicht abgeschlachtet haben. Gab ja genug, was wir jetzt übersehen haben, vergessen haben. Wieder vorne ein Morad und ein paar Dodos. Ich find's süß, dass die mit einem Schlag so schnell erledigt sind. Haben wir noch eine Blutfliege. Ja, komm. Und noch ein Dodo. So, hier dürfte sonst gar nichts mehr sein, in dem Gebiet. Wie sieht es denn da hinten aus? Da hinten hatten wir ja noch ein paar Inseln, so kleine. Ob da wieder was Neues hinzukam. Bei denen sind keine neuen Dodos hinzugekommen, ne? War doch klar. Nee, bei denen ist nichts dazugekommen. Hier auf der Insel ist auch nichts, da oben vielleicht. Na, oben waren ja nur die jungen Scavenger und Morads. Dann bleiben wir mal hier unten. Hier waren wir noch gar nicht entlang.
Ah ne, das ist ein Baumstamm. Ich dachte schon, hier, da wo jetzt mein Kopf drüber ist, dass da irgendwie was wäre. Da waren aber ein paar Blutfliegen. So. Und wieder ein Lurker da hinten. Ja, Mann. Wir holen uns die Punkte. So, wie viel fehlt uns noch? Ah, ein bisschen. Ein bisschen viel. Dann gehen wir mal in den Wald wieder. Hier haben wir ja schon alles abgeschlachtet. Aber hier im Wald müsste noch ein bisschen was fehlen, meine ich. Hier haben wir ja noch nicht alles durchsucht. So, da haben wir wieder einen. Und da haben wir wieder einen Wolf. Sonst ist hier jetzt nichts mehr. In dem Bereich. Wie sieht's da vorne aus? Stimmt, da oben können wir nochmal nach den Snappern gucken. Wäre auch eine Idee. Müssen wir erstmal nur da rüberkommen. Komm, hier springen wir mal runter, das überleben wir. Boah. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Den habe ich jetzt echt nicht gesehen. Jo, da sind noch ein paar Viecher. So, dich nehme ich mir auch noch mit. Den will ich auch noch mitnehmen. So, Yoshi macht wieder Blödsinn, sehe ich gerade. Da haben wir wieder noch einen Dodo. Boah, das Geräusch der Scavenger, die finde ich echt super. Die ist... Finde ich echt lustig. Da haben wir wieder einen Wolf. So. Dann dürfte hier jetzt nichts mehr sein, glaube ich, oder? Außer da oben am Turm vielleicht. Die, ah ja, stimmt, am Turm waren ja oben die Untoten. Die Skelette. Wir könnten es nochmal versuchen, gegen die anzutreten. Im Dunkeln. Hier sind jetzt keine neuen Feuerwarane gespawnt, oder? Da nicht. Da ist einer. Da ist ein neuer. Was ist denn das da oben für ein Feuer? Was ist denn jetzt los? Alter. Das war jetzt ein bisschen, das war ein bisschen too much. So.
Das war wirklich ein bisschen zu viel. Aber wir haben jetzt von Dings noch nicht die neue Rüstung bekommen, sehe ich gerade auch. Von Wolf. Da müssen wir vielleicht ein, zwei Tage warten, im Game-Tage, dass wir die bekommen. Aber dafür gehen wir ja jetzt erst einmal hier, ja, ein bisschen skillen. Das war jetzt der eine Turm, wo die Toten sind, die Untoten. Achso, die sind unter mir, die ich da höre, die Schritte. So, dann gehen wir... Ah, noch eine Blutfliege. Wie konnte ich die jetzt vergessen? So, und wieder nach oben irgendwie. Hier komme ich nicht hoch. Genau, unten müssten die auch dann wieder sein. In der Höhle. Dann müssen wir hier zuerst. Ja. Hat geklappt. Boah, mal gucken. Ich hoffe, die sind jetzt da. Das sind alles Erfahrungspunkte. Scheinen nicht wieder da zu sein. Toll. Für umsonst hier runtergegangen. Ja gut, dann gehen wir hoch. Ich bin aber auch am Überlegen, wirklich vielleicht das Ork-Stamm, Ork-Lager hier auch auszuschalten. Für die Erfahrungspunkte. Aber ich bin mir da jetzt auch nicht zu 100% sicher, das machen zu wollen. Ernsthaft, hier gibt es keine neuen Snapper? Boah, das finde ich jetzt schade, dass die hier keine neuen Snapper reingemacht haben. Oder Trolle oder sonst was. Da scheint es irgendwie noch einen Weg nach oben zu geben. Seht ihr das? Sieht so aus, als könnte man hier hoch. Jetzt bin ich gespannt. Was gibt's denn hier? Was habe ich hier vergessen? Ja. Säule. Kann ich denn irgendwie die Säule? Ich kann damit nichts machen. Vielleicht ein Zauber? Verwandlung Wolf, Eisfall, Teleport zu Wassermagier, Telekinese, Feuerfall, würde ich mal
den hier machen. Ich komme da sonst gar nicht hin, ne? Und habe keine Pfeile mehr. Feuerpfeile. Bringt mir gar nichts. Aber hier müssen wir nochmal hoch irgendwie. Warte mal. Wie tragen wir gerade und... Okay. Interessant, wie wir das den Zweihänder halten. Aber wir bleiben jetzt erstmal noch beim Berserkerwort und gehen hier nochmal wieder runter. Hier müssen wir später nochmal hin, wenn wir wissen, wie wir das da runterkriegen. Aber gut zu wissen, dass da oben auch noch ein Troll ist. Den müssen wir uns merken. Mal gucken, ob hier unten vielleicht noch einer ist. In der Höhle. Nee, bitte. Zieh das Schwert. Hier ist auch nichts zurückgespawnt. Okay, das war der Weg hierhin, war jetzt wirklich für umsonst. Der Weg hat sich echt nicht gelohnt. Außer das jetzt mit dem Troll da oben. Aber wir müssen irgendwas mit der Säule machen. Jetzt noch einmal gucken, ob vielleicht da oben irgendwas hoffentlich gespawnt ist. Denn ich brauche die Erfahrungspunkte. Ne, hier ist auch nichts gespawnt. Ja, komm, die, das bisschen Schaden. Das tut einem nicht weh. So, dann wieder zurück in den Wald. Oder ist hier irgendwas wieder neu gekommen? Hier am Strand. Wenigstens ein Lurker. Ne, der Strand ist ja da unten. Ja, gut. Aber wir haben hier noch einiges auf der Map, die wir absuchen können. Wir waren jetzt nur im nördlichen Teil. Und... halt der eine Wald hier vorne, wo wir sind. Da müssen wir noch im Sumpflager auf die Jagd gehen und im Ork-Bereich, im Ork-Lager. Obwohl, wir können es auch jetzt... Komm, wir machen das einfach mal mit den Untoten. Sehen zu, dass wir da zurechtkommen. Wir müssen vorher vielleicht mal speichern auf. Vielleicht nehmen wir auch irgendwas schon vorweg. Kann auch sein. So. Und jetzt. Nein, das hier.
So, der erste Untote, wo ist denn der? Das Wasser wird auch immer lauter. Ah, und jetzt muss... Jetzt ausgerechnet sieht man nichts mehr. Muss ich jetzt auf einen anderen Bildschirm gucken. Genau da hinten waren wir schon. Das war ja hier irgendwo, ne? Genau. Boah, Alter. Komm. Verwitterte Axt, verwitterte Axt. Erstmal Leben nochmal aufladen. Komm, wir nehmen jetzt das. Und jetzt noch einmal den. Dann speichern wir das jetzt. So. Hier ging es auch nicht weiter. Da ging es weiter. Hier ging es auch weiter. Untote überall. Das ist hier auch ein echtes Labyrinth. Ja, da kommen jetzt zu viele auf einmal. Komm, irgendwen muss ich doch töten können, ne? Irgendwen? So. Und komm. Du da oben. So, dessen Waffen. Ein Schnitter. Rostiges Schwert. Noch ein rostiges Schwert. Da können wir hier nochmal auch speichern. So, jetzt auch noch eine Fackel am besten. Wir haben ja eh genug. Damit wir auch was sehen. Dass die alle auf einen Schlag hier angerannt kommen. Komm! Komm, hau den kaputt. Alter. Jetzt. Alter. Boah. Jetzt hatte ich Angst gehabt. Warte mal. Den lieber. So, die Fackel nehmen wir auch mal wieder auf. Dann haben wir hier noch einen Trank. Nachtschatten. So, rostiges Schwert, rostiges Schwert. Verwitterte Axt. Bier. So, Chromanin. Skelette beschwören. Eisfall. Erzbrocken. Was hat er so in seinen Truhen? Jo, sehr viel Erz auf jeden Fall. Also ich hatte jetzt wirklich Schiss gehabt, was das jetzt für ein Gegner ist. Dann können wir hier jetzt speichern. Weil wir den besiegt haben.
So, das nehmen wir wieder mit. Und die Fackel. Das geht immer tiefer hier rein, ne? So, das nehmen wir mit. Hier ist eine Sackgasse. So. Was haben wir hier? Ah, okay. Ich hatte jetzt kurz gehofft, dass wir hier vielleicht einen Weg gefunden haben, raus aus der Barriere. Dass wir das vielleicht irgendwie Xaras oder so, Saturas, wen auch immer, sagen können, ich habe einen Weg gefunden. Da ging es nicht weiter. Hier geht es auch nicht weiter. Jetzt müssen wir erstmal wieder einen Ausgang finden. Ja, hier überall erstmal mein Blut. Blute ich hier erstmal auch wieder alles voll, beziehungsweise hatte vorhin alles voll geblutet. Hier dürften jetzt keine Untoten mehr sein, oder? Aber wenigstens haben wir das hier jetzt fertig. Ich höre hier noch irgendwo irgendwen. Nur wo? Irgendwo ist hier noch ein Skelett. Den habe ich gehört. Die haben wir wenigstens mitgenommen. Dürfte hier jetzt keiner mehr sein. Dessen Schwerter lasse ich jetzt mal liegen. So. 203.000 brauchen wir. Also jetzt noch genau 10.000 Erfahrungspunkte. Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Ich höre aber anscheinend immer noch irgendwo irgendwas rumlaufen. Von dem Labyrinth da unten wird es auch ewig dauern, bis wir wirklich vielleicht mal alle gefunden haben. Die Fackel kann ich jetzt aber einstecken. So, dann machen wir hier ein Safe Game. Und dann ist die Frage, wer kann uns jetzt mal vielleicht zwei Hände beibringen? So, gibt es hier überhaupt noch irgendwen? Waren hier nicht auch mal irgendwann mal Orkhunde oder so, die hier rumgegeistert sind? Hier unten nicht.
Nee, ich sehe hier auch nichts mehr. Wenigstens Schattenläufer wäre jetzt super. Den einen dicken Troll oben müssen wir auch noch irgendwie bekämpfen. Müssen wir auch noch irgendwie hinkommen, rankommen. Ja, aber egal. Nächstes Ziel ist die Jagd im Sumpflager auf jeden Fall. Hier der Dude, was ist mit dem? Haben wir den eigentlich schon informiert, dass der Schläfer böse ist? Nyras? Können wir nicht. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. In der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall die Jagd in der Nähe vom Sumpflager, im Sumpflagergebiet. Und ja, ich bin's, euer Max Deus. Ciao.